Hallo, liebe Gaming-Freunde, und willkommen zurück zu einem Unpacking von der Loot Raider. Ja, ich bin relativ spät dran mit dieser Box. Sie ist nämlich vom September mit dem Thema Fantasy und ich habe sie erst vor ein paar Tagen gekriegt. Andere haben sie schon eher bekommen. Keine Ahnung, was da los war. Aber wir packen das gute Stück jetzt aus. Ups. Und zwar lächelt mich hier schon eine, whoopsie, Verpackung an. Verpackt mit einem Loot Raider Sticker. Und ich muss das jetzt erstmal aufkriegen. Aber ich glaube, ich habe das schon. Ich glaube, das habe ich schon. Ja, es ist eine Zelda-Tasche. Die habe ich schon, aber ich musste meine einmal waschen, weswegen der Druck hier ziemlich abgefriemelt wurde und es nicht mehr so schön aussieht. Und ja, eine Zelda-Tasche. Wunderbar. Dann haben wir hier drin einen Final Fantasy Becher, yeah, mit Odin drauf. Und das ist cool. Es war nur Plaste, aber Odin, hallo, es ist Odin drauf. Auf der Suche nach Wissen, Weisheit und Erkenntnis trank Odin aus dem Brunnen Mimirs. Sehr geil. Also das T-Shirt, was in jeder Loot Raider Box dabei ist, mache ich mal zum Schluss und oh, ich finde es jetzt schon geil. Ich habe es noch nicht mal aufgemacht, aber es ist super. Dann haben wir hier einen kleinen Button. League of Legends, glaube ich. Ist nicht so mein Ding, aber er sieht voll knuffig aus. Und ich mag Buttons. Buttons sind toll. Neuen Wegbegleiter gefällig? Poro! Bekannt, beliebt, flauschig und vor allem gefräßig. So, was haben wir hier noch drin? Wir haben hier drin Diablo, die wahre Geschichte. Aha. Kapitel 1, die Finsternis über Tristram. Ah, hier ist so eine kleine Geschichte drin, die man sich so durchlesen kann. Auch interessant. Kapitel 3, der Herr der Zerstörung. Ich bin jetzt nicht so der Diablo-Fan, aber lesen tue ich gerne. Ja, cool. Wo endet das? Mit welchem Kapitel? Kapitel 7. Die großen Übel. Boah. Die wahre Geschichte. Oh, das ist auch toll. Das ist super toll. Und zwar ist das hier, ich pack's kurz mal aus, eine Kette. So, komm raus da. Eine Kette. Eine Kette von Skyrim. Wie cool. Mit so einem Drachen. Zeige ich euch natürlich auch in der Nahaufnahme. Ah, die finde ich cool. Ketten mag ich auch. The Elder Scrolls Online-Halskette. Sei gewappnet für die nächste Schlacht. Zeitlos elegante Halskette im Ouroboros-Style. Auf jeden Fall sehr cool. Weg mit dem Müll. Hier sind noch ein paar Loot Raider Sticker. Ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. Ich habe schon so viele davon. So viele. Bald kann ich meine Wohnung damit tapezieren. So, was ist das kleine Kärtchen denn? The Secret Word. Ein Game Key. Wie cool. Kann man mal reinschauen. The Secret Word. Mal sehen, ob das ein Spiel für mich ist. Coole Sache. So, nun kommen wir zum Besten, zum Allerbesten, zum super, super tollen T-Shirt. Und zwar ein Final Fantasy 7 T-Shirt mit Cloud Strife. Das ist hammercool. Es ist zwar weiß, ich trage eher gern dunkle und schwarze Sachen, aber hallo, Final Fantasy, das muss ich tragen. Super geil.
Als ich schon gehört hatte, es kommt von Loot Raider eine Fantasy-Box, ich war total aus dem Häuschen. Ich war so ungeduldig auf diese Box und jetzt konnte ich sie euch zeigen. Nochmal ganz, 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 ganz lieben Dank an das Team von Loot Raider, die mir mal wieder eine Box zur Verfügung gestellt haben, um sie euch zu zeigen. Dankeschön. Ich mag euch. Und ja, das war's dann für das heutige Unpacking, das ich mal ein bisschen anders aufgezogen habe. Ich hoffe, das hat euch so gefallen. Schreibt's mir doch in die Kommentare, wie ihr es fandet im Vergleich zu den anderen Unpackings vorher. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei einem anderen Unpacking, einem Let's Play, beim Casual Games Sunday, sonst wo irgendwo auf meinem Kanal wieder. Bis dann. Tschüss.